Moshe Zuckermann, Sie haben ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Antisemit, Rufzeichen. Was ist damit genau gemeint? Gemeint ist damit, dass der Vorwurf gar nichts mehr mit der Antisemitismusbekämpfung zu tun hat. Gemeint ist damit, dass das, was ursprünglich die Bekämpfung war, verwendet wird für fremdbestimmte Zwecke. Und gemeint ist damit, dass die Leute damit mundtot gemacht werden, dass die Leute, die in irgendeiner Weise sich zu etwas verhalten, was die Israel-Solidarisierer oder Juden-Solidarisierer, vermeintliche Juden- und Israel-Solidarisierer meinen, bekämpfen zu sollen, dass da dieses Argument dann als ein Totschlagargument, dieser Vorwurf als ein Totschlagargument beziehungsweise als ein Argument verwendet wird, um die Leute mundtot zu machen. Was mich dabei besonders berührt, als Jude, als Israeli, ich darf in dem Zusammenhang auch sagen, als der Sohn von Shoah-Überlebenden, ist, dass damit das Gedenken dessen, was sozusagen diesen Diskurs überhaupt hat hochschießen lassen, nämlich die Shoah, das historische Ereignis der Judenverfolgung und so weiter und so fort, dass das ganz außen vor gelassen wird. Das heißt, diese Instrumentalisierung hat eigentlich gar nichts mehr mit Juden zu tun, hat gar nichts mehr mit Israels realen Lage zu tun und hat am allerwenigsten etwas mit dem Shoah, mit der Shoah und mit dem Shoah-Gedenken zu tun. Und das ist natürlich unerträglich. Beispielsweise, wenn ein Ariel Sharon, also der ehemalige israelische Ministerpräsident, vor knapp 6 oder 7 Jahren meinte, wenn ich die Kritik an Israel aus Europa höre, dann weiß ich, dass es eine antisemitische Kritik ist. Es ist ihm vollkommen egal, ob das jetzt Staatsmänner sagen oder es irgendwie im Boulevard, in der Boulevardpresse, ob das jetzt irgendwie Intellektuelle sind, sondern wenn Kritik aus Europa kommt, ist es antisemitisch. Und er entblödete sich damals auch nicht sogar noch zu deklarieren, dass wenn er diesen Antisemitismus aus Europa, wie er sich in der Israel-Kritik manifestiert, hört, dann kann er auch verstehen, wie die Shoah zustande gekommen ist. Nun hat also dieser Mann entweder nicht verstanden, was die Shoah gewesen ist, oder er hat instrumentalisiert das, nämlich für welchen Zweck? Für den Zweck, seine Politik zu rechtfertigen, die aber eine repressive Politik war. Für meine Begriffe ist es einer der größten Verbrechen in der gesamten israelischen Politik gewesen, was er veranstaltet hat, nämlich das Siedlungswerk. Um das zu rechtfertigen, versuchte er sozusagen alles, was an Kritik beispielsweise aus der EU gekommen ist, unter dem Begriff des Antisemitismus zu subsumieren. Das ist für mich ein Beispiel, wie Antisemitismus für etwas verwendet wird, für etwas instrumentalisiert wird, das gar nichts zu tun hat mit dem, was diejenigen, die des Antisemitismus beschuldigt werden, eigentlich intendiert haben. Denn, das sollte man jetzt noch hinzufügen, ich glaube, was die Leute noch immer nicht kapiert haben, und das gilt für die Leute in Deutschland nicht weniger als für die Leute in Israel teilweise, dass nicht alle Juden Zionisten sind, nicht alle Zionisten Israelis sind und nicht alle Israelis Juden sind. Das heißt also, man muss kategorial unterscheiden zwischen Judentum, zwischen Zionismus und zwischen Israel. Und mutatis mutandis zwischen Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik. Man kann sehr gut eine Israelkritik machen, ohne antisemitisch zu sein. Beispielsweise mache ich eine Israelkritik, ohne antisemitisch zu sein. Aber das ist ja genau das, wo diese Leute dann aus Israel versuchen zu sagen, na gut, das ist dann ein an sich selbst hassender Jude, das ist ein jüdischer Antisemit, sowas kommt dann auch zwischendurch. Und der Höhepunkt ist dann, wenn man irgendwie von Deutschen, also von nicht-jüdischen Deutschen, dann irgendwie die Vorhaltung gemacht bekommt, dass ich, der in Israel lebende Jude, der Sohn von Shoah-Überlebenden, dass ich der jüdische Antisemit sei, ich der sich selbst hassende Jude. Und da muss man sich auch fragen, was hat das eigentlich in Deutschland für eine Bedeutung, dass mit einmal eine ehemalige Linke sich meint, jetzt irgendwie stark machen zu sollen für Juden, sage ich in Anführungszeichen, weil das sowieso ein abstrahierter Begriff von Juden, die sie haben. Was aber unbedingt in Anschlag zu bringen ist, dass diese Leute, die meinen, sich mit Israel zu solidarisieren, haben keine Ahnung von Israel. Die verstehen nicht, was die israelische Realität ist. Die verstehen nicht nur die Tatsache nicht, dass Israel in der Tat
seit über 40 Jahren ein teils barbarisches Okkupationsregime betreibt, dass Israel überhaupt entstanden ist, und zwar als eine Notwendigkeit, eine historische Notwendigkeit entstanden ist, aber eben mit dem Preis, dass an den Palästinensern ein historisches Unrecht begangen worden ist. Diese Tatsache wird von diesen Leuten ignoriert, weil sie, wie gesagt, dieses Code-Moment immer wieder in Anschlag bringen, wir müssen mit Juden solidarisch sein. Das hat mit Juden gar nichts zu tun. Das hat eigentlich mit ihren Befindlichkeiten was zu tun, mit ihrer Selbstsetzung, mit ihrer Identität als Deutsche zu tun. Und so ignorieren sie eine Realität, unter anderem auch die Realität, dass eben diese Politik, die sie befürworten, für die sie sich stark machen, für meine Begriffe Israel selbst, ich rede schon gar nicht von den Palästinensern, Israel selbst an den Abgrund führt. Inwiefern? Schauen Sie, und das geht jetzt also über das Buch hinaus, obwohl das in dem Buch auch ein bisschen angerissen wird. Israel steht vor einer historischen Wegscheide. Israel kann beschließen, dass es das Okkupationsregime aufgibt. Also das heißt, jene Gebiete, besonders das Westjordanland, das es im 67er Krieg erobert hat und mittlerweile ein Siedlungswerk dort errichtet hat von über 350.000 Siedlern. Es kann beschließen also Israel, dass es im Rahmen einer finalen Friedenslösung und Friedensregelung, dass es diese Gebiete zurückgibt. Und das führt für meine Begriffe unter der Konstellation, die jetzt entstanden ist, mit den Siedlern, mit der gesamten Rechtsausrichtung der israelischen Politik, könnte tendenziell zu einem israelischen Bürgerkrieg führen. Das heißt also, die Rückgabe der Gebiete ist heute nicht mehr so einfach zu haben, wie sie noch vor 20, 25 Jahren zu haben gewesen wäre. Gibt Israel aber diese Gebiete nicht zurück, darum geht es jetzt. Das heißt, verharrt Israel, stagniert Israel in dem Zustand, in dem es weiterhin die Oberhoheit über die besetzten Gebiete, wahrt, dann entsteht, ob man es will oder nicht, objektiv, unentrinnbar eine binationale Struktur. Denn es sind ja mehr oder weniger dieselbe Anzahl von Nichtjuden bzw. Palästinensern dann in diesem Oberhoheitsgebiet wie Juden. Und das würde bedeuten, dass nach dem, was man jetzt berechnet hat, Demografen und so weiter haben das berechnet, dass Israel in absehbare Zeit, 10, 15 Jahre, dieser zionistische Staat, ein Staat sein wird, wo Juden zur Minorität im eigenen Land werden. Das heißt also, Israel hat jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera, zwischen einem tendenziellen Bürgerkrieg, denn es wird keine einfache Sache sein, diese Gebiete zurückzugeben, oder eben die Selbstaufgabe als zionistischer Staat, in dem nämlich eine binationale Struktur entsteht. Diese binationale Struktur kann entweder so gehandhabt werden, dass Israel als Minorität der Juden weiterhin irgendwie die Herrschaft behält. Das wäre dann ein klassischer Apartheidstaat. Oder dass man sich sozusagen irgendwie einlässt auf einen binationalen Staat. Ein binationaler Staat wäre das Ende des Zionismus. Das heißt also, diese Leute, die irgendwie für Israel sind, in der Politik, die Israel im Moment betreibt, verstehen gar nicht, wofür sie eigentlich sind. Sie begreifen gar nicht, dass wir es im Moment in Israel mit einer Situation zu tun haben, dass man weder ein- noch ausweist und dass man sich deshalb immer wieder sozusagen herausrettet auf solche Sachen wie Sicherheit, die überhaupt keine Sicherheit ist. Man kann überhaupt keine Sicherheit garantieren längerfristig. Nirgends ist der Jude heute so unsicher wie im eigenen Land. Das heißt, es ist ja mittlerweile schon wirklich eine Art Farce des Zionismus geworden. Der Zionismus hatte ja versprochen, dass er Sicherheit für Juden herstellen will. Nirgends ist der Jude so unsicher wie im eigenen Land, tendenziell auch als Kollektiv, wenn es irgendwie wieder hoch hergeht mit einem regionalen Krieg und nicht mal nuklearen, sondern einfach nur mit den Waffen, die es im Moment gibt. Gott behüte, kann ich dazu nur sagen. Diese Leute begreifen auch nicht, dass eine Situation entsteht, die nicht nur die Juden zur Minorität im eigenen Land machen, sondern auch die Juden dann deshalb, weil sie weder ein noch aus in Israel wissen, dann mit einmal, um die innere Kohäsion zu wahren, sondern die äußere Gefahr beschwören. Und die äußere Gefahr kann konkret sein, also entweder die Palästinenser oder heute Ahmadinejad oder die Hezbollah oder Hamas.
Aber die äußere Gefahr kann auch der Antisemitismus sein. Und das wird in Israel auch immer wieder gemacht. Das heißt, wir sind innerlich kohäsiv, im Innern des Landes kohäsiv, weil es einen immerwährenden Antisemitismus in der Welt gibt. Für meine Begriffe ist in Europa heute der Antisemitismus zwar ein Faktor, aber nicht der herausragende Faktor. Fremdenfeindschaft, Xenophobie, die auch strukturell erklärbar ist aus der Tatsache, dass ein Hunger in der dritten Welt immer mehr in die erste kommt und dass so die sozialen Spannungen entstehen, ist für meine Begriffe viel virulenter als im Moment irgendwie der Antisemitismus. Diese Leute begreifen das nicht. Sie können auch oder konnten jedenfalls zwei Jahrzehnte lang gute Karrieren machen, akademische Karrieren, indem sie den Antisemitismus erforschen. Und so ist irgendwie eine Antisemitismusforschung Blütezeit entstanden, wo man wirklich das Gefühl hat, überall in Deutschland wütet der sekundäre Antisemitismus, was ich irgendwie für ausgemachten Quatsch halte. Also ich meine, das ist dann wirklich eine Instrumentalisierung eines Phänomens in einer Art und Weise, die man weder als Jude noch als Israeli, die real den Problem ins Auge schauen, akzeptieren kann. Deshalb ist das Buch entstanden. Welche notwendige Entwicklung muss in der israelischen Gesellschaft geschehen, Ihrer Meinung nach, damit es Perspektiven für Israel gibt? Schauen Sie, es gibt keine andere Perspektive, wenn es darum geht, dass dieser Staat überlebt, als die Friedensperspektive. Israel wird längerfristig nicht überleben können ohne Frieden. Selbst wenn es zu einem binationalen Staat kommen sollte oder zu einer Situation, wo die Juden Minorität in dieser Region sind, was sie ohnehin sind und immer sein werden, ist es ein gravierender Unterschied, ob das unter feindlichen oder friedlichen Bedingungen stattfindet. Jetzt diesen Frieden kann man nicht haben, weil das Kernproblem noch eben das Israel-Palästina-Problem, das Territorialproblem ist und die Frage der souveränen Staatsbildung der Palästinenser. Unter vier Bedingungen, also mit weniger als diesen vier Bedingungen, die notwendig sind, um diesen Frieden herzustellen, ist dieser Frieden nicht zu haben. Und das bedeutet also Rückzug aus den besetzten Gebieten, was ich weiß, 95% und Landtausch von mir aus kann gemacht werden, Abbau der Siedlungen, Lösung der Jerusalem-Frage im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung, das heißt Jerusalem, die Hauptstadt sowohl von Israel als auch Palästina, und eine, wie ich es nenne, eine zumindest symbolische Anerkennung des Rückkehrs der Palästinenser, was politisch dann verhandelt werden muss, in dem Sinne, dass in das Kernland Israel, was ich weiß noch, 100.000-150.000 Palästinenser im Rahmen von Familienvereinigung zurückkommen. Unter diesen Bedingungen ist das für meine Begriffe nicht zu haben. Dass es im Moment sowieso auch schwierig ist von der palästinensischen Seite, das muss auch hier erwähnt werden, denn die Tatsache, dass sie ihren Bürgerkrieg schon gehabt haben und im Gazastreifen, der die Hamas herrscht und in der Westbank, in das Jordanland die PLO und dass sie noch nicht einig sind, das ist ein extra Problem. Aber unter diesen vier Bedingungen ist für meine Begriffe der Frieden nicht zu machen. Israel muss jetzt entscheiden, will es den Frieden oder will es den Frieden nicht? Sie zählen zu jenen Intellektuellen in Israel, die eben eine prononcierte Israel-Kritik wagen. Was motiviert Sie persönlich, diese Haltung aufrechtzuerhalten, all der Gegnerschaft zum Trotz? Es ist die Sorge um mein Land. Ich lebe nun mal in diesem Land. Ich habe mich entschieden, obwohl ich dort geboren worden bin, aber das zweite Jahrzehnt meines Lebens in Deutschland verbracht habe, mit 20 Jahren nach Israel zurückzugehen. Ich glaube in der Tat, dass Israel eine Politik betreibt, die früher oder später das Ende dieses Landes bedeuten wird. Und die Sorge darum treibt mich nicht weniger um als all diejenigen, die ideologisch jetzt großartig jetzt meinen, dass sie das Land irgendwie hochhalten und mich als einen sich selbst hassenden Juden beschimpfen. Ich glaube, dass meine Sicht der Sache für Israel viel wichtiger ist als das, was im Konsens liegt. Im Konsens treiben wir dem Abgrund entgegen.